in Oberösterreich 4 Jahre lang, so mit wechselndem Erfolg. Seit aber für den FC Tirol Milch spielt, ist Gernot Griner zu einem wahren Torjäger geworden. Aber vor allem gegen oberösterreichische Clubs. 10-mal hat er seit Jänner gegen oberösterreichische Vereine getroffen. Ja, dieser Gernot Griner, heute hat er nicht nur für die Oberösterreicher schreckhaft gewirkt. Maske dir, doch hört man mich ganz nah, ist das Phantom der Oper da. Ja, der große Name Alex ist kursiert in der Mannschaft für die Ähnlichkeit mit dem Phantom der Oper. Knapp 4 Wochen lang hat Alexander Göbel, Verzeihung Gernot Griner, die Fußballwelt durch diese furchterregende Maske gesehen. Jetzt kann das Phantom auf dem Rasen darüber schon wieder lachen, zumindest mit Töchterchen Katrin. Hä? Erzählen Sie mir mal. Na, das Simba passt die Maske nicht. Doch mit dem heutigen Spiel gegen Ried beginnt für Gernot Griner wieder die oben ohne Ära. Die Masken werden immer brauchen, die Zeit ist vorbei. Es war sicher ein ungewohntes Trainieren und Spielen mit der Maske, aber ich muss sagen, es war auf der einen Seite wieder, weil ich nach 4, 5 Tagen schon wieder voll trainieren habe können und alles mitmachen habe können, da war es super. Im Dress des FC Tirol hat Griner gegen Clubs aus Oberösterreich bisher 11 Tore geschossen. Der Oberösterreich-Schreck hofft auch gegen Ried sein Torkonto aufbessern zu können. Auch ohne Maske und ohne Spitznamen Alexander. Jetzt ist er wieder der Gernot Griner und ich hoffe, dass er sich wieder so bewegt wie der Gernot Griner, weil gegen FC Linz hat er sich bewegt wie der Alexander. Ja, wie immer, Dietmar Konstantini, wir werden ihn dann später noch hören nach dem Spielbericht. Dietmar Konstantini, wie immer, sehr schlagfertig. Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams, das hatte mit einem Eklat geendet. Zuschauer stürmten auf den Platz und aus einem 2:2 wurde schließlich ein 3:0 für Ried und die Titelchance für die Tiroler waren im Frühjahr dahin. Heute fanden daher nicht nur die Tore auf dem Platz Beachtung, sondern auch das Tor der Nordtribüne, wo damals die Fans ins Spielfeld gestürmt waren. Nur 4. Ehrung vor dem Spiel. Die Fußballergewerkschaft hat Richard Kitzbühler zum Aufsteiger des Jahres gewählt. Und heute vor dem Spiel wird ausgezeichnet. Nur 4000 Besucher am Tivoli. Auch das eine Entlastung für das zuletzt gegen Ried arg strapazierte Nottor im Stadionzaun. Beim FC Tirol Milch fehlt nur der verletzte Jürgen Hartmann. Die Tiroler in Rot-Schwarz. Der SV Kelly Ried ganz in Weiß. Freistoß FC Tirol. Janischitz und Eckball. Hier Szybczenczek. Janischitz daneben. Dann diese Szene. Michael Bauer fällt nach einer Attacke auf die Schulter. Bleibt verletzt liegen. Ein Band ist gerissen. Bauer scheidet verletzt aus und wird mehrere Wochen ausfallen, der Mannschaft mehrere Wochen fehlen. Ried überaus defensiv, nur auf einzelne ganz wenige Konterangriffe bedacht. Walter Waldhör. Waldhör, guter Schuss nach 12 Minuten. Christian Flint für Michael Bauer. Und der FC Tirol mit deutlich mehr Spielanteilen, aber mit Problemen gegen die dicht gestaffelte Rieder Abwehr. Das Spiel zudem nervös, recht hart geführt. Dirk Klinge
lässt Pšenček über die Klinge springen und sieht dafür gelb. Und noch nimmt beim Stand von 0:0 Ried Torhüter Unger das Ganze recht locker. Freistoß Ried. Schnell abgespielt. Hörlemanns. Und der Schuss. Zu schwach, zu zaghaft. Ausflugversuch, der Kopfabwehr von Stanislav Czerczesow, Innsbrucks Torhüter. Und eine erste leichte Reaktion von Trainer Didi Constantini. Nur selten, trotz eklatanter Überlegenheit, kommt der FC Tirol zur Torraumszene. Kitzbichler und Ronald Unger im Rieder Tor. Der Sieger gegen den Aufsteiger des Jahres. Streiter, der Libero mit viel Platz angesichts geringer Abwehrleistung. Eckball für die Tiroler, der allerdings nichts einbringt. Kitzbichler, Kiesenhofer, 46. Minute. Schiedsrichter Mosbeck entscheidet auf Elfmeter für den FC Tirol. Gelbe Karte für Kiesenhofer und wilde Proteste der Ried. Das Ganze nochmals. Eindeutig auch durch die Zeitlupe nicht zu klären. Die Entscheidung aber sicherlich sehr hart. Michael Streiter, 46. Minute, 1:0 für den FC Tirol Milch. Torschütze Michael Streiter. Halbzeitstand nach oder durch diesen Elfmeter von Streiter, 1:0. Eine umstrittene Entscheidung. War das Elfmeter? Ich will mir die Zunge nicht mehr verbrennen, aber ich glaube, man sieht es im Fernsehen. Das war sicher geil. Ja, man sieht es und man sieht es doch nicht. Bleiben wir dabei, eine harte Entscheidung. Die zweite Spielhälfte. Der FC Tirol beflügelt vom Führungstor, Ried noch angeschlagen. Und die Tirol im Angriff, schnell, direkt. Und mit guten Schüssen. Christian Flint. Knapp das Tor verfehlt, aber der Schuss einer von der besseren Sorte. Und Rieds Abwehr mit wachsenden Problemen. Grinner. Und tolle Reaktion von Ronald Unger. Gernot Grinner. Grinner und Ungers Rettungstat. Eckball FC Tirol. Pšenček. Unger. Grinner, 52. Minute. 2:0 für den FC Tirol. Und Torschütze Gernot Grinner. Er ist und bleibt ein Spezialist für Tore gegen oberösterreichische Mannschaften. Gernot Grinner, sein erster oben ohne Treffer, sein erster Treffer wieder ohne Maske. Kitzbichler. Kitzbichler gehalten, gefault. Gelbe Karte für Ehmann und zweiter Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Mosbeck. Kitzbichler am Leibchen gehalten. Der zweite Elfmeter an diesem Nachmittag. Und zum zweiten Mal Michael Streiter gegen Ronald Unger. Und Streiter verschießt. Michael Streiter. Zum zweiten Mal wählt er seine linke Seite, verfehlt aber diesmal das Tor. Ried unter Druck, fehlerhaft, resignierend. Pšenček.
Querlatte. Kitzbichler, 65. Minute, 3:0. Torschütze per Kopf, Richard Kitzbichler. In 20 Minuten nach der Pause deutlich mehr los als in der ersten gesamten ersten Spielhälfte. Kitzbichler per Kopf auf 3:0. Slibowski für Grinner seit kurzem im Spiel. Kitzbichler und Unger pariert. Richard Kitzbichler sichtlich animiert von der Ehrung zum Aufsteiger des Jahres. Aber Unger mit Können und etwas Glück. Ried resignierend. Um das Spiel herumzureißen, reicht das Potenzial wahrscheinlich nicht. Der FC Tirol in allen Belangen überlegen. Slibowski knapp am langen Eck vorbei. Nur Zentimeter fehlen zu einem weiteren Tor der Tiroler. Slibowski stark abseitsverdächtig. Vorbei an Unger. 4:0 für den FC Tirol. Der Treffer zählt, Torschütze Maciej Slibowski. Slibowski vorbei an Unger. Und der Abschluss 4:0 für den FC Tirol. Und Trainer Konstantini angesichts des Spielstandes jetzt ruhig zufrieden. Und der FC Tirol spielt die zunehmend konfus agierenden Rieder an die Wand. Gewinnt nach schwacher erster und starker zweiter Spielhälfte hochverdient FC Tirol Milch gegen SV Kehli Ried 4:0. Herr Reutinger, 0:4, was sagen Sie zum Spiel? Ja, spielentscheidend war sicherlich der Elfmeter. Ich glaube, soll sich jeder selber ein Bild machen, ob in einer ähnlichen Situation schon jemals ein Elfmeter in dieses gepfiffen wurde. Und mit diesem 0:1 muss man natürlich aufmachen und waren offen für Konter und somit dieses Spiel dann 4:0 hat dann geendet. Von Ihrem Gefühl her, war es ein Elfmeter oder nicht? Na, ich habe jetzt schon des Öfteren gegen die Schiedsrichter jetzt mich moniert, aber ich glaube, jeder, der diese Situation sieht, weiß, dass es äußerst selten und ich glaube, noch nie vorgekommen ist, dass hier ein Elfmeter gepfiffen wird. Richard Kitzbichler, warum habt ihr euch 45 Minuten lang so schwer getan gegen die Rieder? Wenn wir das selbst wissen, dann war es wahrscheinlich nicht so gewesen. Es stimmt, es war wahrlich nicht das Gelbe vom Ei. Die erste Halbzeit, die Erlösung war der Elfmeter, der meiner Meinung nach gerechtfertigt war. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann besser gelaufen. Hätte es sein können, ohne dieses 1:0 noch knapp vor der Pause, dass das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf genommen hätte? Sicherlich wäre es für uns viel härter geworden, das 1:0. Wir sind immer in der Lösung. Die Rieder sind hinten kompakt gestanden, haben sehr defensiv gespielt und gegen solche Gegner tun wir uns immer schwer. Wir haben erste Halbzeit ganz brav gespielt. 46. Minuten den Elfer bekommen. Man kann selbst im Fernsehen dann sehen, ob es einer war oder nicht. Tatsache ist, dass der Schiedsrichter ihn gegeben hat. Es war das 1:0, dann haben wir in der 50. Minute gleich das 2:0 bekommen, glaube ich, und dann war das Spiel gelaufen. Und waren dann im Endeffekt mit dem 4:0 noch gut bedient und ja, was soll's. Sie waren ein bisschen von der Mannschaft enttäuscht, dass sie uns dann seit der Halbzeit nach dem 2:0 so einen Stich gelassen haben. Wie man nämlich vorgekommen wie im Training, wenn wir ein, zwei Leute weniger gewesen wären und das ist schon traurig. Ich hoffe, der Trainer wird da ein paar Worte finden. Wir werden auf alle Fälle dann über diese Elfmeterszene, die dieses Spiel wahrscheinlich entschieden hat, noch diskutieren und zwar mit Dietmar Konstantini, dem Trainer des FC Tirol Milch. Grinner hat auf jeden Fall wieder ein Tor gegen eine oberösterreichische Mannschaft geschossen und die Tiroler sind auf dem Weg an die Tabellenspitze, möglicherweise. Und ich begrüße jetzt den Dietmar Konstantini in Tirol. Gut. Dietmar Konstantini, trotz dieses 4:0-Sieges nicht ganz zufrieden oder doch? Na doch, ich habe gewusst, dass es nach dem FC Linz-Spiel, nach dem Ausfall im letzten Spiel praktisch nach dem 0:3 sehr schwer ist, von Anfang an die Leistung vorher anzuknüpfen. Und ich glaube, 4:0 gegen Ried hat heuer noch keine Mannschaft daheim gewonnen. Warum ist es in der ersten Hälfte nicht so richtig gegangen? In der ersten Halbzeit ist es deswegen gegangen, weil Ried mit 8 leider am eigenen 16er versammelt war und wir phasenweise zu viel über links gespielt haben, statt über rechts, wo mehr Raum gewesen wäre. Und es war eigentlich für die Zuschauer sicher kein gutes Spiel, aber es ist sehr schwer zum Spielen gegen einen Gegner, der nur auf die Defensive schaut und in der Offensive versucht, irgendwie sein Glück zu finden mit zwei Stürmern. Und das stellt ja jede andere Mannschaft auch vor Probleme. Es ist ja so gewesen, dass wir eigentlich mit Stanislav Ljewicz und Mraz gerechnet haben.
dass Ried mehr versucht, einen Punkt zu machen oder vielleicht sogar drei. Aber sie haben die zwei besseren Spieler, das ist natürlich subjektiv, von meiner Meinung her, auf der Ersatzbank gelassen und nur auf die Defensive konzentriert und das war natürlich nicht leicht. Dann kam es zu diesem Elfmeter. Es wurde jetzt schon heftig darüber diskutiert. Natürlich verschiedene Meinungen bei den Oberösterreichern und bei den Tirolern. Was ist Ihre Meinung? Meine Meinung ist, dass er faul war an den Kitzbichler, dass er von der Situation aus sicher das Tor nicht machen kann, aber er könnte einen Pass machen in die Mitte, die zu einem Tor führt und dadurch ist es okay. Auch unsere Zeitlupe gibt da nicht ganz eindeutig Aufschluss, ob es ein Elfmeter war oder nicht. Dietmar Constantini, ist es jetzt leichter für den FC Tirol zu spielen, wo die internationale Belastung wegfällt? Ja, mir wäre lieber, wenn es schwerer wäre, dass wir jeden dritten Tag ein Spiel hätten und im UEFA Cup noch dabei wären. Leichter ist es nie, es ist jeder Gegner erst zum Schlagen, auswärts oder daheim. Es gibt keine leichten Gegner in der Bundesliga. Aber man regt sich zwar gerne auf wegen dem Terminplan und so, wenn er sehr eng gestaffelt ist. Auf der anderen Seite ist es sicher besser, wenn es schwerer ist und man ist international dabei. Apropos international dabei, die österreichische Nationalmannschaft hat am Mittwoch einen großen Erfolg gefeiert. Wie sehen Sie das aus Ihrer Warte? Gibt das dem gesamten Fußball Aufschwung? Auf jeden Fall, also ein Sieg ist sehr wichtig. Wie er zustande kommt, ist uninteressant. Österreich hat sich den Sieg verdient. Wir haben glaube ich, in der ersten Halbzeit sehr stark gespielt. Wir haben dann in 90 Minuten kämpferisch sehr, sehr gutes Spiel geliefert. Und es ist für einen Teamchef immer sehr schwierig. Ich habe mit Herbert gesprochen vor zwei Tagen. Der Teamchef ist eigentlich der, was überhaupt nie einen Dank hat. Weil wenn man verliert, ist man immer der größte Trottel der Nation. Und wenn man gewinnt, ist vielleicht in Ordnung. Das österreichische Nationalteam hat heuer 5 Spiele gemacht, 4 Siege. Und ein Unentschieden, Torverhältnis 5-0. Ich glaube, das hat es seit ewig her nicht gegeben. Und es ist wie in der Privatwirtschaft. Was unter den Strich rauskommt, ist entscheidend. Und da glaube ich schon, dass es heuer, wenn das letzte Spiel noch gewonnen wird, das sicher nicht leicht ist, dass sie das rechnet. Lob und Anerkennung von Ihnen für Herbert Prohaska, den Teamchef. Dabei hatte es doch immer Spannungen zwischen Ihnen gegeben oder Sie wurden zumindest euch beiden nachgesagt. Ja, die Spannungen beim Herbert und bei mir hat es noch einmal beim Tennis gegeben, wo wir gespielt haben gegeneinander, weil er nicht verlieren kann, genauso nicht wie ich. Aber er ist der bessere Tennisspieler und ist ein ausgezeichneter Trainer, der vielleicht als Wiener natürlich in die Bundesländer nicht so ankommt. Wir haben mal über das Problem gesprochen, wenn man jetzt keinen Tiroler einberuft oder keinen Salzburger oder keinen Steirer. Das ist, ein Teamchef kann es nicht jedem recht machen. Ist kein Tiroler dabei, dann schimpfen wir, ist kein Salzburger dabei, schimpfen die Salzburger, ist kein Grazer dabei, schimpfen die. Es ist ja so, dass er nach seinem Kopf arbeiten muss und das macht er und ich wünsche ihm, dass er jedes Spiel gewinnt. Das kommt nämlich uns auch zugute. Danke vielmals, Dietmar Constantini, dass Sie am Innsbrucker Tivoli noch gewartet haben. Und wir sind beim nächsten Spiel und das ist Austria Memphis.